Eine Million und 5 mal 20.000 Münzen zu gewinnen in Gold. Knack den Kodak Goldtresor. Nicht so, sondern mit der Kodak Goldrubbelkarte. Die gibt es im Fotohandel. Kodak macht aus ihren Bildern mehr. Papa, wie viel ist 1 und 1 und 1? Also, du hast einen Blumenkohl, einen Brokkoli und einen Schinken. Was macht das? Hunger! Unvergesslich gut. Neu, Maggi Meisterklasse Blumenkohl-Brokkoli-Suppe mit Schinken. Unvergesslich gut. Calabrese ist unser ganzes Stolz. Wir tun alles, um unseren Gästen das beste Eis der Stadt zu bieten. Frische Früchte, frische Sahne. Im Calabrese wäscht man mit Ariel. Giuseppe Meder erklärt warum. Eis muss man vor weiß präsentieren, damit die Farbe leuchten. Also die Hemden, die Schürze, die Tischdecke, die müssen alles weiß, weiß, weiß sein wie die Schnee. Und das ist schwierig. Abends sieht das so wirklich schrecklich aus. Wir waschen selbst jeden Tag. Früher wurde auch die Sache nicht sauber. Sah schmuddelig aus. Aber bei Calabrese ist alles okay. Bei Ariel Futur mit Aktivsauerstoff sprudeln aus jedem Aktivkörnchen winzige Sauerstoffbläschen ins Gewebe. So entfernt Ariel nicht nur schwierige Flecken, sondern wäscht Weißes immer wieder porentief rein wie neu. Das Eisgeschäft ist wie ein Showbusiness. Du musst gut aussehen, da wollen die Leute eine Zugabe. Soll's wirklich rein sein, muss es Ariel sein. Bei uns in Ungarn, wo die Welt noch in Ordnung ist, schätzt man die guten Dinge vom Land. Selbstgebackenes Brot und einen trockenen Rotwein. Wie unseren Balaton. Balaton, ein Wein so echt wie die Menschen hier. Balaton, der kräftige Rote aus Ungarn. Hallo, na, fertig? Schön wär's. Ich putz und putz und 5 Minuten später sind die Flecken wieder da. Tja, falscher Reiniger. Das hier sind Wasserflecken. Da brauchst du Antika. Mit Allzweckreiniger sind die Wasserflecken nach 5 Minuten wieder da. Mit Antikal bleibt der Glanz. Antikal wirkt hier und hier und auch bei hartnäckigen Verkrustungen. Gibst du mir dein Antikal? Na klar. Antikal, der Kalk geht, Glanz entsteht. Ist da mein toter Bruder, Edward? Ist da ein Botschafter aus dem Jenseits? Ist da jemand, der sich mit dem Computern auskennt? Computerbild. Morgen gibt's das neue Heft für 2,50 Mark. Nicht zu glauben. Wie peinlich. Wieso? Mama, einen Jungen einzuladen, den ich kaum kenne, blamier mich doch nicht immer so. Och, er ist bestimmt toll. Überhaupt habe ich dich je blamiert? Und hier? Reste. Tja, Spülmaschinen lassen einen schon mal im Stich. Kein Wunder bei diesen Tabs. Jetzt gibt's die neuen Fairy-Tabs mit Entrestern gegen die unterschiedlichsten Reste. Manche Tabs hinterlassen schon mal Käse, andere Stärkereste. Doch mit den neuen Fairy-Tabs wird es strahlend sauber. Wunderbares Besteck. Gehört alles zur Aussteuer. Au! Das neue Fairy, das reinste Wunder für die Spülmaschine. Tempo fragte, wie begrüßen sich Schnupfnasen? Nee, lass. Nein, bitte. Und warum? Es gibt schon Taschentücher, wo man den Schnupfen in der Hand hat. Weil das durchgeht. Man mag dann auch keinem mehr wirklich die Hand geben. Nur das neue Tempo hat die Randverprägung, die alle Lagen auch bei Feuchtigkeit fest zusammenhält. Das handsichere Tempo. Wir haben es ausprobiert. Man hat trockene Hände. Keine feuchten Finger, ne? Hier geht nichts durch. Das Tempo-Taschentuch. Das Vertrauenserwecken. Das hat mir gut gefallen und ist auch schön weich. Und? So kann ich mit ruhigem Gewissen jemand die Hand geben, genau. Das neue Tempo. Nasenweich und schnäuzfest. Endlich zu Hause. Jetzt mein Wohlfühl-Sweatshirt. Dieses Gefühl von Lenore auf der Haut. So griffig. Diese natürliche Frische. Ja, ich fühle mich wohl in Lenore. Wenn Sie auf das Cholesterin achten müssen, dann stürzen Sie sich nicht in Gefahr durch falsche Ernährung. Ziehen Sie lieber rechtzeitig die Reißleine. Becel gibt Ihnen Sicherheit. Denn Becel enthält von den lebenswichtigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren besonders viel. So gibt Ihnen Becel Sicherheit für ein cholesterinbewusstes Leben. Jede Menge Neues. Eine neue Stefanie,
Ein neues Team, Alpha Team. Schiss und Glück auf der Elbe. Die Kinder sind am schlimmsten dran. Die Lebensretter im OP. Wir haben einen neuen Bergdoktor. Wir haben einen neuen Bergdoktor. Ich bin der neue Bergdoktor. So ein Quatsch, das ist er. Demnächst werde ich einen Hausbesuch bringen. Auch neu in Sat 1, diese Frau ist eine Frau, ist eine Frau, ist ein Mann. Und diese Frau steht wieder ihrem Mann. Sie sind ein merkwürdiger Kunde. Ja, ich bin Hauptkommissar Brandt, mein Name. Sie sind noch recht jung für einen Hauptkommissar, nicht wahr? Oh, das tut mir aber leid. Ein neues Kuscheltier. Ein Hund? Ein neuer Mittagstalk mit der frechen Sonja und ein neues Boulevardmagazin Blitz. Na, neugierig auf das Neue? Sat 1, 97. Sonja, die neue Talkshow in Sat 1. Sonja stellt viele Fragen. Reden Sie mit, rufen Sie an 018-523-2310. Wollen Sie mehr zu Sonja wissen? Sat 1 Text, Seite 347 mit vielen Infos zur Sendung und auch, wie Sie selber mit dabei sein können. Sonja, die neue in Sat 1. Ab 13. Januar, immer um 13 Uhr nach Vera am Mittag. Winter in Sat 1. Life is boring, I feel so blues. I look around and see nothing new. I gotta break free, won't you come join me? Now here's a car, come near and far. Car, get to grooving. So come on, let's start driving and moving. Car, der neue Car. Kleiner ist schöner, ist besser. Ford, die tun was. Unglaubliche Szenen spielen sich bei McDonald's ab, denn Take Specs sind auf Tour. Es ist nicht zu fassen, was hier vorgeht, meine Damen und Herren. Ein Riesengedränge. Alle sind sie gespannt auf Take Speck. Und da sind sie, der Mac Bacon. Der pikante Pepper Bacon. Und der Super Bacon Cheese mit würziger Käsesoße. Die drei sind ihr Geld wert. Ich liebe sie. McDonald's ist einfach. Nicht zu glauben. Wie peinlich. Wieso? Mama, einen Jungen einzuladen, den ich kaum kenne, blamier mich doch nicht immer so. Och, er ist bestimmt toll. Überhaupt habe ich dich hier blamiert. Und hier? Reste. Tja, Spülmaschinen lassen einen schon mal im Stich. Kein Wunder bei diesem Pulver. Jetzt gibt's das neue Fairy mit Entrestern gegen die unterschiedlichsten Reste. Manche Pulver hinterlassen schon mal Käse, andere Stärkereste. Doch mit dem neuen Fairy wird es strahlend sauber. Wunderbares Besteck. Gehört alles zur Aussteuer. Au! Das neue Fairy, das reinste Wunder für die Spülmaschine. Dieses Stück haben Mike und ich komponiert. Doch heute spielte er sein Solo mit Husten, Schnupfen und Brummschädel. Aber ich hatte genau das Richtige für ihn. Vic D-Med, Erkältungsmedizin für den Tag. Gegen Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen in einem. Damit geht's dir besser. Vic D-Med ist aktiv, damit Sie aktiv sein können. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn staubtrockene Kehlen sich durch die Wüste kämpfen und Riesendurst sie überkommt. Monika. Empfehlen erfahrene Abenteurer nur eins. Monika. Denn anders als Limo, löscht Tonika den Durst oasenstark mit vielen saftigen Früchten und Vitaminen oder Calcium. Mehr Frucht, weniger Durst. Die Tonika-Oase. Entdecken Sie jetzt ein völlig neues Make-up von Ellen Beatrix. Soft Resistant. Es hat ein verblüffendes Prinzip. Es färbt nicht ab. Probieren Sie es aus, so oft Sie wollen. Soft Resistant hinterlässt keine sichtbaren Spuren. Neu, Soft Resistant Make-up mit einer sanften Struktur, die hält. Denn Schönheit muss nicht abfärben. Ellen Beatrix, The Care Company. Calabrese ist unser ganzes Stolz. Wir tun alles, um unsere Gäste das beste Eis der Stadt zu bieten. Frische Früchte, frische Sahne. Im Calabrese wäscht man mit Ariel. Giuseppe Meder erklärt, warum. Eis muss man vorweiß präsentieren, damit die Farbe leuchten. Also die Hemden, die Schürze, die Tischdecke, die müssen alles weiß, weiß, weiß sein wie die Schnee. Und das ist schwierig. Aber sieht das so wirklich schrecklich aus. Wir waschen selbst jeden Tag. Früher wurden auch die Sachen nicht sauber. Sah schmuddelig aus. Aber bei Calabrese ist alles okay.
Bei Ariel Futur mit Aktivsauerstoff sprudeln aus jedem Aktivkörnchen winzige Sauerstoffbläschen ins Gewebe. So entfernt Ariel nicht nur schwierige Flecken, sondern wäscht Weißes immer wieder porentief rein wie neu. Das Heißgeschäft ist wie ein Showbusiness. Du musst gut aussehen, da wollen die Leute eine Zugabe. Soll's wirklich rein sein, muss es Ariel sein. Entdeckt, wie zitronig frisch ein Vic Zitronen plus C-Hustenbonbon schmeckt? Will man mehr? Vic Zitrone plus C-Hustenbonbons wirken unverschämt zitronig frisch, auch in Orange und Grapefruit. Buitoni Tortiglioni. Richtig gut essen, wie in Italien. Guten Morgen, Mesma. Du bist voller Sonne, voll Wärme, voll Licht. Du zauberst ein Lächeln auf unser Gesicht. Gibt jeden Tag Gründe, um sich zu freuen. Und das schöne Gefühl, Messmer Klassik. Wie der Tee, so der Tag. Typisch Felix. Nicht nur eine, sondern gleich zwei magere Fleischsorten in jeder Mahlzeit. Felix hat, was Felix will. Atembeschwerden, Verbrennung zweiten Grades im Gesicht. Maybach, Scheu, Schockraum, Sendwitzen auf. Alpha-Team, die Lebensretter im OP, die neue Serie im Sat.1. Donnerstag, immer 22 Uhr in der Notaufnahme der Hamburger Hansa-Klinik. 19 Ärzte, Schwestern und Pfleger kämpfen Nacht für Nacht um das Leben von Menschen. Das eingespielte Alpha-Team muss blitzschnell Diagnosen stellen, Lebensfunktionen sichern und in Sekunden Entscheidungen treffen. Es geht um Leben und Tod. Sie geben nie auf. Sind die Eltern schon benachrichtigt? Ja. Sie sind immer im Einsatz. Sie sind ein Team. Das Alpha-Team. Also, Donnerstag, 22 Uhr. In Sat.1. Spannung, Emotionen, Dramatik und Gefühl. Das Alpha-Team wird zickend unterhalten. Sie sind ein Team. Das Alpha-Team. Sonntagabend. Köpfe und Fakten. 4,5 Millionen Arbeitslose diesen Winter. Arbeit 97. Wer verliert seinen Job? Darüber diskutiert Erich Böhme in Talk im Turm. Drogenelend in der Bronx. Chinesische Akupunktur im Kampf gegen die Drogenepidemie. Hoffnung für Zehntausende Crack- und Kokainsüchtige. Crack oder Nadel. Die Spiegel-TV-Reportage. Deutsche Männer auf der Suche nach Liebe. Ich brauche eine Frau. Heiratsmarkt in Polen. 24 Stunden. Talk im Turm, die Spiegel-TV-Reportage, 24 Stunden, der Sonntagabend, Köpfe und Fakten in Sat.1. Spritzige Unterhaltung mit Kai Pflaume präsentierte Ihnen Gräfs Fränkische Pflaume. Erstes Jahrhundert. Marmor. Mittelamerika. 5. Jahrhundert. Gold. Gandhara. 2. Jahrhundert. Schiefer. Tibet. 15. Jahrhundert. Bronze. Deutschland. Spätes 20. Jahrhundert. Aluminium. Audi A8, der Beginn einer neuen Ära.
Du hast einen Blumenkohl, einen Brokkoli und einen Schinken. Was macht das? Hunger! Unvergesslich gut. Neu, Maggi Meisterklasse Blumenkohl-Brokkoli-Suppe mit Schinken. Unvergesslich gut. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt. Hier ist es zu Hause. Aus der deutschen Brauerei, die als erste nur nach Pilsener Brauart braute und noch bis heute braut. Radeberger Pilsener. Ein Radeberger. Arbeit 97. Wer verliert seinen Job? Talk im Turm heute mit dem Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Bernhard Jagoda. Mit Hans-Jürgen Dosch, dem Vorsitzenden der CDU-Mittelstandsvereinigung. Mit Rainer Schäfer vom Evangelischen Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Und mit Reinhard Göhner von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei Talk im Turm aus dem Berliner Hotel Intercontinental. 97, vorausgesetzt.